Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Empyrean Galactic Survival. Ja, in der letzten Folge, da war ich. Das sieht man die von hier. War, Lake. Was ist das? Nee, das ist die Handelsstation. Da war ich nicht, sondern ich war. Genau, da, Orbitalstation. Die habe ich auch soweit stillgelegt. Also quasi den Kern zerstört und ja, die wird mir so schnell keine Sorgen mehr bereiten. Ja, ich steig mal ein ins große Raumschiff, kurz mal checken, andere Ansicht, genau, dann P-Menü, Schubdüsen an, jawohl, funktioniert auch, dann nochmal P-Menü. Haben wir 59 Einheiten. Okay, ich müsste aber hier noch was drin haben. Treibstoff. Nein, hier ist nichts drin. Wo habe ich das Zeug drin? Hier ein Konstruktor? Nein, auch nicht. Hier? Nee. Oh, gefährlich. 59 Einheiten sind jetzt nicht so viel. Habe ich das Zeug vielleicht im kleinen Raumschiff? Kann das sein? Oder hier Komponentenblöcke? Nein. Munition? Nein. Hier Inventar auch nicht. Ich hatte doch gleich mehr wie 59, oder? Gehen wir die Ansicht. Denn. Okay, 59, das heißt, reicht ja ewig. Nach daher, nach Akur, wären es 14. Okay, zurück muss ich auch wieder. Also bis daher wären es 23. Ich bin jetzt beim Trading Outpost. Ich würde am liebsten nach Skillon fliegen. Dazu muss ich erstmal nach Akur. Und da gibt es glaube ich auch Pentaxid. Oder? Nee, Silizium, Kupfer, Kobalt. Warte mal, wo? Wo war hier das Pentaxid? Genau, hier. Das sammle ich noch mal ganz schnell ein bisschen was zusammen. Und dann fliege ich einfach mal weiter. So, oh, hier oben. Sehr schön. Jede Menge Zeug. So ein bisschen drehen. So. Da ist hier stockfinster. Ui, gefährlich. So. Dann umschalten auf Bohrlafette. Halt andersrum. Oder? Bin ich hier richtig? Bin hier falsch? Ne, hier richtig. Dann bauen wir hier nochmal ein bisschen Pentaxid ab. Einfach, auf Nummer sicher, die eiserne Reserve. Denn ich weiß nicht gerade, wo ich das Zeug hingelegt habe. Ich dachte, ich hätte mehr. Viel mehr. Oder habe ich es wirklich im kleinen Raumschiff gelassen? Könnte natürlich auch sein. Ne, im kleinen Raumschiff ist es auf jeden Fall nicht. Das wüsste ich. Okay, das müsste glaube ich erstmal reichen. Jetzt schau einfach mal hier in diese Kiste rein. 150, ui. Ja, schaut ganz gut aus. Wieder zurück in die Ansicht. Dann Akur, wo bist du? Hier unten, hier drüben. Ah, was? Einmal komplett rumdrehen. Anvisieren und muss ich Finger brechen? Ne, muss ich nicht. Sprung. Jawohl, Akur, ich komme. Zurück in die Heimat. Hier hat ja alles begonnen. Okay. Bei den meisten wird wahrscheinlich Akur der Starterplanet sein. Ich weiß es nicht, wie da die Welt aussieht. Denn nach den letzten Version-Updates, nenne ich es mal, von 6.0 auf 7.0 auf 7.5 habe ich jedes Mal die Welt, wo jetzt nicht zu Hause bin, habe ich gelöscht. Glaube ich zumindest. Habe ich Akur gelöscht? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Und ich habe da ein bisschen mehr Ressourcen jetzt, denn ich fange wieder direkt bei Null an. Zuvor checke ich mal, was gibt es hier? Silizium, Kupfer, Kobalt, Promethium, Eisen. So. Halt, nee, Akur, Akur, Akur.
Okay, da gibt es kein Magnesium. Ah, super. Dann springe ich mal weiter nach Skellon. 14,7 AU entfernt. Okay, mich auch schaffen. Hey, direkt hier in der Nachbarschaft. Sehr schön. Obwohl, warte mal, Sekunde. Sekunde. Ich bin ja hier Akua Moon. Nein, da gibt es das Zeug nicht. Schade. Egal, wieder beschleunigen und Sprung. Weiter geht's zum nächsten Planeten. Ui, das sieht ja gleich mal ganz anders aus. Okay, irgendwo ist auch eine Drohne. Geschützt ist ein Land, glaube ich, oder? Irgendwas ist da hinten. Weltraumdrohne Plasma. Ja, sehr cool. Wird ja hoffentlich gleich abgeschossen. Ausweichmanöver. Jawohl. Okay, das hört sich auch cool an, wenn die zerstört wird. So, wo ist denn sie? Da ist sie. Bleib hier mal kurz stehen. Halt Rückwärtsgang. So in etwa. So. Ui. Da wurde was getroffen. Sekunde schnell reparieren. Oh. Das wurde jetzt nicht repariert, oder? Ist Fenster hier verschwunden? Nee. Warte mal, sieht irgendwie komisch aus. Sieht aus, ob hier kein Fenster wäre. Ich kann auch hier nicht rausgehen, komischerweise. Okay, warte mal. Okay, Sauerstoff ist vorhanden, also muss es auch irgendwie so stimmen. Ich hoffe es einfach mal. Ich möchte hier nach unten, Rampe ausfahren, Jetpack anschalten. Wo brennt die? Da brennt die. Ups. Okay, sind ein paar Sachen drin. Nicht schlecht. Minus gerade. Es fehlt doch das Fenster. Bin nicht ganz blöd. Sieht irgendwie komisch aus. Ja, okay, solange die Luft nicht entweichen kann. So, wieder Jetpack deaktivieren. Die Rampe einfahren. Türe schließen. Hier habe ich eine Kiste. Das Zeug, das tue ich mal hier rein. Ist alles weg? Ja, alles weg. Schade. Ah, sieht irgendwie komisch aus ohne Fenster. So. Halt, ich müsste eigentlich gar nicht rumfliegen. Ich kann es auch so machen. Halt M. Skellon. Kupfer, Kobalt, Neodymium, Satium, Promethium. Aha. Skillern Orbit. Hier gibt es kein Magnesium. Aetas, da gibt es bestimmt irgendwas. Vielleicht, eventuell. Aetas. Da gibt es auch kein Magnesium. Gab es hier Magnesium? Nein, auch nicht. Es gibt es überhaupt noch Magnesium irgendwo? Von irgendwen? Bei irgendwas? Den Outpost wahrscheinlich da. Oder sollen wir nach Aitas weiterfliegen? Habe ich Nahrung dabei? Ja, ich habe Nahrung dabei. Obwohl, ha, gefährlich. Ich habe. Halt, falsche Ansicht. Dachte schon, was ist denn jetzt los? So, schnell nach hinten, schnell. Schnell, Beeilung, halt. Halt, Jetpack. So. Genau, so jetzt kleines Raumschiff. Hoffe, ist nicht kaputt. Nein, ist nicht kaputt, oder? 342, okay, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich mit. Das tue ich alles in den Kühlschrank rein. Das nehme ich mit. Hey, ja, ja. Ach, hier ist meine Pentaxid-Kristalle. Auch gut. sonst brauche ich nichts, oder? Nö, sonst brauche ich nichts. Alles gut. Alles gut.
Ich kann das mal da reinlegen. Obwohl, wo sind die eine Kiste? Wo habe ich da hingebaut? Die eine Kiste. Ja, egal, nehme ich die da. So und so. Da kann man auch was reinlegen. Sehr schön. So, es geht wieder ins Hauptmenü. Dann so, und jetzt müsste theoretisch. Ja, 3 sind übrig, okay. Kühlschrank habe ich da, da kann ich das Zeug reinlegen. Dann geht's auch nicht kaputt. Fusionszellen, ah, die lege ich da mit rein. Ja, okay, passt schon. Da ist ein Fenster, das sieht irgendwie komisch aus. Ist es nur ein Bug? Ducken kann man sich auch nicht. ja, super, was machen wir jetzt? Ich brauche mal Magnesium. Oder ich zerstöre einfach auf Oskortune die Drohnenplattform oder Drohnenwerft. Oder wie heißt es? Drohnenbasis, genau. Ich kann hier mal schauen, ob es hier irgendwas Wertvolles gibt. Was nicht in einer Liste angezeigt wird. Denn hier sollte es ja ursprünglich Kupfer, Kobalt, Neodymium, Zeitium und Promethium geben. Hat Skillon einen Mond? Skillon. Skillon, Skillon, Orbit, Skillon. Ah, egal. Weiter geht's. Wo ist denn der Planet? Hey, hey. Voll das Planetenhopping heute. Von einem Planeten zum nächsten. Immer auf der Suche nach Magnesium. Das heißt, bin ich mal gespannt. Hui. Okay, sieht cool aus. Richtig schön dichter Asteroidengürtel um den Planeten Aetes. Gefällt mir. So, ich flieg mal ein bisschen näher ran, dass er auch was sieht. Sieht schon irgendwie cool aus. Gefällt mir. So viele schöne Asteroiden. Egal, ich bleib hier mal so ungefähr stehen. Check ich mal hier, was es hier so gibt. Ah, das gibt's echt nicht, oder? Ethers, Kupfer, Kobalt, Neodymium, Satium, Promethium und Eisen. Natürlich. Was im Wurmloch braucht man überhaupt keine Sprungantriebskraft oder wie? Dann wäre das natürlich am günstigsten, wenn ich jetzt daher fliege. Und dann hätte ich das ganze System erkundet. Ha! Masperon. Masperon Moon. Okay, 21,5 AU. Kannst du checken. Oh! Uiuiui, das werde ich nicht schaffen. Zugriff. Nehmen die mal raus. Dann Konstruktor. Tun die da mal rein. Machen da mal ein paar Stück. 20, 30, 50. Das sind 100 theoretisch. So, kurz abwarten, bis es Zeug gecraftet wurde. Okay, ich würde sagen, das reicht erst einmal. 40 Stück. Mehr brauche ich momentan, glaube ich, auch nicht. Da gehen wir rein, hier auffüllen. Wow. Okay, da komme ich schon mal ein gutes Stück weiter. Beschleunigen. Okay, ich könnte natürlich auch jetzt hier den Mond erkunden. Aber... nö. Der interessiert mich jetzt gerade eher weniger. Okay, Masperon. Okay, wieder so ein verstreutes Asteroidenfeld. Da gibt es Masperon Moon und Masperon. Und halt die Admin Station. Hier gibt es Kupfer, Kobalt, Promethium, Eisen und Saskosium. Und was gibt es sonst noch? Masperon Moon. Nee, oder? Masperon Moon gibt es Magnesium. Wie geil. Wie geil. Okay, dann Masperon Moon. Was ist der Mond? Gute Frage, was ist der Mond?
Maspuron, Maspuron, Moon. Kann ich Wegpunkt setzen? Bestätigen? Wird das so? Maspuron, Moon. Ha, genau, das geht sogar. Maspuron, Moon, ich komme. So, kann ich wieder wegmachen, den Wegpunkt. Oh. Wenn du auf Nummer sicher. Dann werde ich mich jetzt drehe, so rum. Und jetzt so mache, dann. Okay, stimmt's immer noch. Alles gut. Zurückdrehen. Ja, dann lande ich mal auf Maspuron Moon. Mein Bohrpanzer habe ich ja dabei und ja, da kann man fleißig Zeug abbauen. Also Magnesium, meine ich. Bin mal gespannt, wie viel Magnesium es dort gibt. Okay, jetzt bin ich im Orbit von Maspuron Moon. Ja, sieht ganz interessant aus. Hier gibt es auch Gletscher oder Schneefelder, nächstes Mal. Hier war irgendwo eine kleine Station. Wenn mich nicht arg täusche. Das Artilleriegeschütz dreht sich. Macht da wenig Sinn, denn es kann hier nicht schießen. Oh. Große Plasmatone, okay. Ja, das ist aber eine gut gesinnte Station. Warum schießt mir das Geschütz? Jawohl! Mögen die anderen Geschütze nicht schießen? Geht doch! So, da ist noch was, da ist noch was. Schieß halt! Truppentransporter? Hey! Haben wir den endlich vom Himmel geholt? So, Exploration Site. Das ist gar keine Drohne. Ne, hier wäre es mal nicht andocken, ne? Uah. Ja, genau. Genau. Das war so geplant. Rück jetzt gar rein. Ich wollte eigentlich Magnesium suchen. Auf wen schießt du, Junge? Restraum-Erzlager. Oh, da unten ist irgendwie eine große Station. Die Berge sehen hier schon richtig geil aus. Warte, ich schalte mal die ganze Geschütze aus. Die haben ja nichts zu suchen oder brauchen nicht rumschießen wie noch was. Ist nur Munitionsvergeudung. Erst einmal Magnesium finden. Okay, Promethium, ja, okay. Da rechts ist irgend so ein Turm zu sehen. Ups, wollte ich nicht. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin hier. Magnesium gibt es zwei Erzlager. Oh Gott. Die zwei zu finden. Das wird eine schwere Aufgabe. So, ich fliege mal ein bisschen höher über die Berge hinweg. Dann werde ich irgendwie finden, das oder die Magnesium-Erzlager. Aber mit dem pinken Nebel, das sieht schon irgendwie cool aus. Okay, die Nacht bricht an. Haben halt Nachtsichtgerät. Jawohl, habe ich. Unten rechts wieder eine Station. Heieieiei. Ich bin jetzt über, oder ja, ich war über einer Savanne, jetzt bin ich in der Sumpfgegend. Auch nicht schlecht. Sieht schon irgendwie cool aus, die ganze Landschaft. Gibt's nicht. Jetzt bin ich gerade über so eine Station geflogen, die habe ich erst zu spät gesehen. Die da unten links. Und die habe ich mal hinten unten ein Triebwerk zerstört und vorne unten ein Triebwerk. Und vorne noch einen Block. Natürlich sehr gut. Nachtsicht. Mensch. Und ich habe immer noch kein Magnesium gefunden. Ich bleibe kurz hier stehen. Geht das? So. Ups. Okay, nicht gut. Warte mal eine Sekunde. Ich muss mal schnell Chipack nehmen.
Genau. Ah, ich habe keine Metallblöcke dabei, oder? Ich könnte den Block abbauen. Dann setzen. Obwohl, hier zieht sie auch ein. Verliert Sauerstoff. Habe ich irgendwelche Metallblöcke da im kleinen Raumschiff? Heieiei, Rettungsaktion, Stahlplatten habe ich hier. Pflanzenbeete kann ich ja nehmen. Oder Metall, Eisenbarren habe ich eh dabei. Ja, das müsste erstmal reichen. Eisenerz, ja, alles gut. Das Loch wieder zumachen. So, das alles rein. Kann Stahlblöcke machen. Stahlblöcke. Ja, braucht zwei Stück. Echt ärgerlich. Hätte nicht sein müssen. So, einmal. Und hier ist so ein schräger. Nachtsichtgerät aus. So ein schräger Block, das wird einigermaßen zusammenpasst. Und ja, komm. Daher, jawohl, das müsste Sauerstoff wieder vorhanden sein. Oh. Hier das Fenster ist auch wieder da, komischerweise reparieren. Okay, das funktioniert. Eieiei, gibt's doch gar nicht. Ja, cool, dann. Nicht cool. Dann geht's dann weiter. Nachtsicht. So lange, bis ich Magnesium gefunden habe. Es muss doch hier irgendwo geben. Irgendwo. Aber wo bin ich denn überhaupt? Ich bin ungefähr in der Mitte, fliege wieder nach oben. Vorher war ich im unteren Bereich unterwegs, ja. Jawohl, ich habe gerade Magnesium-Erzlager gefunden. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo genau. Hier links von mir. Ah, das sind Drohnen natürlich. 2500 Einheiten sind da drin. Okay, nicht schlecht. Mal schauen, dass irgendwo Magnesium-Erzlager ist da. Eieiei, es sind viele Drohnen. Eieiei. Hat Geschütze wieder anschalten. Am besten anschalten, ist immer gut. Dann halt. So, schießen die jetzt auch? Uah. Jawohl, einmal. Schieß halt. Nein, auf der Minigun-Drohne. Auf die Minigun-Drohne vor mir ist es zu schießen. Nicht wo hinter mir ist. Aber neben mir. Jawohl, geht doch. Große Minigun-Drohne. Jawohl. Was sind die da? Unbedingt auch noch. Geht das? Ich bin jetzt zu nah. Schießt die auf mich? Ja, super. Schießt auf mich. Ganz unerwartet. So, einmal. Zweimal. Hallo. Eine ist noch da. Hat keine Munition mehr, oder wie? Doch. Kleine Gedenksekunde. Sehr schön. Alle Drohnen zerstört. Ich glaub's nicht. So, jetzt lande ich mal hier unten, ne? Wo diese komischen Bäume sind. Oder ich lande hier auf dem Berg. Hier ist gleich besser. Mit Tendenz nach vorne. Genau. Dann, wenn wieder eine Drohne kommt, kann ich die gleich wieder abschießen. Na. So in etwa. Genau, sehr schön. Dann Schubdüsen aus. Sehr schön. Jetzt bleibe ich hier stehen, oder? Yep, passt. Sehr cool. Dann würde ich mal sagen, war es für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Empyrean Galactic Survival. Also macht's gut. Bis dann. Ciao.